beschrieben dieses Jahr 2022. Wir haben ja jedes Jahr jemand zugeweiht. Dieses Jahr hat ein paar Buchstaben mehr. Weihen wir das 2022 der Gottesmutter, der Siegerin in allen Schlachten Gottes. So sei es, so ist es. Was ist eigentlich mein dringendster Wunsch als Schwerbischof für mich und euch? Das Hauptgebot. Wir Christen haben ein Hauptgebot, Gott zu lieben als erstes und dann den Nächsten. Im Hauptgebot, schon im Alten Testament, war es, im Neuen erst recht, der Heiland hat es wiederholt, er sagte, das Hauptgebot lautet so, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit deinem Herzen. Mit deiner Seele, deinem Gemüte. Das wäre ein bisschen zu einfach. Nein, es heißt nicht so. Es heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte und mit all deinen Kräften. Das ist das erste Gebot. Das hat der Heiland sogar nochmal ausgesprochen im Neuen Testament. Er hat nicht gesagt, das ist das zweite. Er hat gesagt, das sei das erste. Aber es gibt noch ein zweites, das ebenso wichtig ist. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn jemand über jemanden schimpft, dann hat er sich schon nicht mehr. Hat er sich eigentlich schon versündigt, wenn man das so genau nehmen wollte. Wenn jemand dir wehtut, dann möge es dir von mir aus schmerzen. Aber schenk den Schmerz Gott für diesen, der dich verurteilt hat. Wenn du nur das Erste hast, Gott zu lieben, das hört man, mir genügt Jesus und alles. Wo ist der Vater und der Heilige Geist? Heiland sagte, du kannst nicht mal Abba, Vater, rufen zum Himmelvater, wenn nicht der Heilige Geist dich zieht. Aber wenn ich ein wahnsinniger Menschenstolz und er sagt, mir genügt der Heiland. Wenn du nur eines hast, also der Hauptgebot hat zwei. Eines ist aber das erste und das andere ist das zweite. Schauen wir, dass wir zuerst das erste haben. Ich selber sage von mir, wenn ich nicht die Liebe für Gott hätte, dann würde ich noch diesem und jedem einen Kinnhaken runtergeben, wenn er mich beleidigt. Habe ich empfunden, dass ich, wenn ich das Gott schenke, ist der Kinnhaken viel stärker. Das schlägt ihn ein bisschen im Loch. Also ich habe es noch nie verlernt. Wenn du also nur eins nehmen würdest, das erste, oder sagen wir nur das Nächstenliebe und das, dann hättest du nur einen Flügel. Mit einem Flügel kannst du nicht fliegen. Es braucht zwei. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Oder wenn du an die Himmelstor kommst, das ist ein Doppelflügeltüre. Und die sind so, die gehen so ineinander, die Tür. Du kannst sie nicht aufmachen. Das eine, mit beiden kannst du aufmachen, aber eine allein bringst du nicht auf. Es braucht die Liebe zu Gott. Und ich sage noch einmal, oft werde ich ja so beleidigt oder so falsch dargestellt, wie kürzlich da vom Tirol her, wo mit uns überhaupt nichts zu tun hat.
haben keine Priesterin. Und ich bin ja der, der dann sagt, es muss aus dem Herzen kommen, das Kind. Und ich bin der, der sagt, Qualität, nicht Quantität. Ja, es tut weh. Sehr sogar. Aber das ist ja ein, wieder ein großer Goldklumpen, oder? Den man Gott schenken kann. Der Apostel Paulus sagt, wenn ich Wissen habe, menschliches Wissen, aber die Liebe nicht, so ist das nichts. So bin ich ein Nichts. Was ist Liebe? Wenn ich der Frau einen großen Blumenstrauß bringe, weil ich dann weiß, dann liebt sie mich. Oder ist sie begeistert? Das ist nicht Liebe. Sondern indem ich überlege, wie kann ich ihr Freude machen? Ich muss schauen, was ihr gefällt. Es gelingt nicht immer, das weiß ich auch. Aber man sucht. Es gibt so die machen ein Geschenk dem anderen, was ihm selber gefällt. Aber dem anderen gefällt das gar nicht, der andere. Oder Musik. Ich bekomme Musik zugestellt im YouTube für mich als Geschenk. Mein Gott, das ist gar nicht mein Stil. Aber ich freue mich einfach, weil er mir eine Freude machen wollte. Ich bin also immer noch für Klassik. Aber auch dementsprechend ja auch Gesangsschule, Bass, Bariton in Rom gemacht. Aber ich habe auch gern hier und mal eine andere Musik. Wenn ich mit dem Auto, früher noch, gefahren bin, ich bin nicht ganz so langsam gefahren, da ging ja eigentlich mal etwas vorwärts, oder? Es ging nur um den Fuß. Dann konnte ich natürlich nicht ein feines, klassisches Spiel haben. Dann muss ich schon den Johnny Cash haben. Oder sagen wir Jodeln. Das ist auch eine Kunst. Geht auch in die Kunst. Es gibt wunderbare Jodel. Zum Beispiel, ich kenne ja nicht alle aus, es gibt noch verschiedene in Innerschweiz, überall. Ich kenne jetzt vorwiegend die Appenzeller, die Schagerle. Mein Gott, nochmal, selbst ein Gebet kann nicht tiefer wirken als so ein Naturjodel. Da ist so viel drin. Wenn man nicht weiß, ich habe dann schon noch bei mir CDs, ja, wo was ich nicht liebe, ist, wenn das Schlagzeug den Regie führt. Ja, sie braucht einen Schlag. Es braucht einen Schlag. Aber nicht hervorstechend. Bum, bum, bum. Und meistens ist es so ein Schlag, wo fürs Herz gar nicht gut ist. Es muss ein rechter Schlag sein, der angepasst ist im Herzen. Oder wenn da, ich weiß nicht warum. Ja gut, ich habe Gesang studiert, oder? Akademie, ich habe studiert. Aber wenn ich höre, was jeder heute singt, das ist ein Brüllen, das ist ein Gestöhnen, das ist ein, also alles andere, nur nicht Gesang. Schrecklich. Für meine Ohren. Es ist nicht so, dass ich alles verurteile. Ich bin früher öfters auch, bin ich mal in eine, wie sagt man dem schon wieder, ja, wo die Jungen mal hingehen am Abend. Disco. Disco, ja.
Natürlich war ich für die der Urgroßvater oder Mutter. Aber ich habe mich denen sehr gut unterhalten, mit den Jungen, der Mordsfreude. Da habe ich auch gesehen, es gab Musik, die nicht mein Stil ist, aber ich konnte sie akzeptieren. Aber dann kamen andere Musiken, wo eben kommt wieder der Schlag, wo einfach nicht gut ist fürs Herz. Und dann werden sie wieder zu Zombies. Das ist nicht mehr Musik. Musik muss emporstreben und nicht zackige.